Der gemischte Chor von St. Ivan bei Ofen feierte in diesem Monat seinen 50. Geburtstag. Erinnern wir uns mit etwas Nostalgie an frühere Zeiten. Hier ein kurzer Blick in die Weihnachtssendung von Martha Stangl aus dem Jahre 1993. Ja, 30 Jahre sind seitdem vergangen und der Chor der St. Ivaner ist auch seitdem da, singt ganz genauso anspruchs- und niveauvoll und wird seit dem Anfang von Piroschka und Franz Neubrand geleitet. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum der Gründung. Der 1. Oktober ist in den Vereinten Nationen der internationale Tag der älteren Generation, aber auch der Welttag der Musik. In St. Ivan bei Ofen gibt es an diesem Tag ein besonderes Fest, das das Herz aller Lokalpatrioten erwärmt und die St. Ivaner in die Aula der Grundschule einlädt. Der gemischte Chor der Gemeinde feiert mit einem Galakonzert das 50. Jubiläum seiner Gründung. Seit 1973 gründeten Franz Neubrand, Kantor und Organist der örtlichen katholischen Kirche, und seine Frau, die Kindergärtnerin Piroschka Gátos, mit weiteren 8 Personen den Chor. Céljuknak tekintették a német nemzetiségi hagyományok ápolását, a magyar és német helyi gyűjtésű népdalok megőrzését és az egyetemes kórusirodalom műveinek előadását. Es ist damals so gewesen in St. Ivan. Wir sind bis 62 haben wir Theater gespielt. Ja. Und dann ist alles weg geworden. Blaskapelle haben wir gehabt, ist aufgehört von der Kurmaus. Kein Kulturleben ist nicht gewesen. Und dann wäre ich in der Schule, in der Technikum, Maschinenbau, Technikum bin ich gegangen. Das ist noch dann in 72 vorübergegangen. Und dann haben wir gesagt, was verstehen wir eigentlich? Theater verstehen wir nicht viel, nicht? Da haben wir uns die Lehrer eingeladen. Also Musik, da verstehen wir, damals habe ich schon mit der Orgel angefangen. Für die Musik verstehe ich was, das Büro hat auch Geigen gespielt damals. Und da haben wir angefangen, machen wir was mit dem Chor. 8. Ja. 8 Leute und in der nächsten Woche haben wir dann Ehepaare gefunden. Ja, und dann ganz schnell ist das
das wird vielleicht 30 Leute sind gewesen in die ersten Jahre. Und dann ist immer mehr geworden. Es sind sehr viele Familien. Ganze Familie sind gekommen. Die Kinder sind mitgekommen. Und das jahrelang ist es so gegangen. Wie die Piro gesagt hat, haben sie geheiratet und dann sind die Probleme gekommen. Aber trotzdem, jetzt sind wir ziemlich ein bisschen weniger. Aber nach 50 Jahren muss ich noch dankbar sein, dass wir noch eigentlich in Kornau was anfangen kann. Und da kann man Tag und Nacht erzählen, was man Erlebnis gehabt hat. Wahnsinnig. Das muss man erleben. Das kann man erzählen, kann man es, aber das versteht man. Und es ist richtig so gewesen, dass wir das erste Erlebnis mit Gruppe, mit dem Chor wegfahren. Damals war das nicht so einfach. Müssten wir im Ministerium und überall gehen um Erlaubnis. Die kleinen Mädchen schlafen alle Jahr und Tag schreien. Warum nicht, warum nicht, schumm, schumm, schumm? Das eine ist gestorben, das andere nicht sein. Warum nicht, warum nicht, schumm, schumm, schumm? Ein und ein Traum, ein Kuss, ein Herz, ein Kuss und dieser Junge mit der Stimme, mit der Schumm, schumm, schumm. Mir fehlt der, dir fehlt der Mond. Mir fehlt der, dir fehlt der Mond. Auch vorher waren wir immer befreundet mit dem Ehepaar, mit Neubrands Ehepaar. Aber mein Mann war so beschäftigt, wir konnten nicht einsteigen. Und so circa 35 Jahre singen wir auch mit. Vorher hatten wir auch den Chor. Wir hatten viel Freude am Chor. Wir haben sie auch ins Ausland mitbegleitet, mit eigenem Auto. Wir waren schon Fans damals, nur nicht Mitglieder. Das macht Spaß. Und wir treffen uns dann jeden Dienstag, die Chormitglieder, und es ist immer, ich weiß nicht, eine sehr gute Gesellschaft, gute Freunde, alle miteinander. Jedes Jahr planen wir also einen gemeinsamen Ausflug, wo auch die Familienmitglieder mit konnten, Frauen und die Ehefrauen oder die Ehemänner. Und das hat so, die halten noch immer so fest zusammen. Von meinem 14. Lebensjahr bis vor 3 Jahren überhaupt nicht mehr gesungen und jetzt und vor allem nicht in einem vierstimmigen Chor. Und das ist die große Aufgabe. Und nicht nur vierstimmig, sondern auch viersprachig. Manfred Meyerhofer ist erst seit 5 Monaten Mitglied des Chores. Er ist zwar im Chor neu, der Chor selbst ist jedoch nicht neu für ihn. Als Mitarbeiter des Landesrates Ungarn-Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen und auch als Pressereferent des Weltdachverbandes der Donauschwaben hat er seine Erfolgsgeschichte mitverfolgt. 50 Jahre Chor ist schon etwas Großes, speziell in Ungarn. Ich glaube, es gibt nicht viele Chöre, die 50 Jahre beisammen sind. Und
Das ist das Fantastische. 50 Jahre seit Beginn des Chores, seit Begründung des Chores, immer unter derselben Leitung, immer unter Franz und Peruschka Neubrand. Und das ist etwas Bewundernswertes und dafür muss man natürlich nicht nur ein Lob, sondern ein großes Lob aussprechen. Das war das zweite Mal, dass wir den Chor aus St. Ivan begleitet konnten. Und wir sind sehr froh, dass wir hier spielen konnten, weil dieser Chor sehr, sehr gut ist. Für uns ist es auch wichtig, dass das klassische Musik in Vereshchag, in der Umgebung, auch vermitteln. Also wir möchten klassische Musik neben Volksmusik und Kirchenmusik spielen in der Zukunft auch. Bürgermeisterin Jönyi Révai dankte dem Chor für die nun schon ein halbes Jahrhundert erfassende Arbeit auf hervorragendem Niveau. Der gewesene erste Bürgermeister von Marktleugast in Bayern konnte sich an viele schöne gemeinsame Stunden erinnern, da Marktleugast seit 45 Jahren mit St. Ivan eine Gemeindepartnerschaft unterhält. Einmalig. Der Chor ist etwas älter geworden, aber die Stimmen, die sind noch dieselben. Die Piroschka und der Franz sind eigentlich das Aushängeschild des Chores. Die Gratulationen nahmen kein Ende. Die örtliche deutsche Selbstverwaltung, der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, Freunde und viele Bekannte überreichten ihre Blumen und Geschenke. Der gemischte Chor von St. Ivan bei Ofen verfügt über die höchsten Auszeichnungen und Qualifikationsstufen des ungarischen und auch des ungarndeutschen Landesrates der Chöre. Franz Neubrand gründete und leitete auch 17 Jahre lang die Sektion Kirchenmusik des Landesrates. Er sammelte die Kirchenmusiktraditionen und ist Herausgeber von Kirchenliederbüchern der Ungarndeutschen. Jetzt kommt drauf an, also ich bin nicht mehr so jung, jetzt kommt drauf an, wie man gesundlich weiterlebt oder wie der Chor noch weiter machen. Es ist Probleme, wenn ich aufhöre, wird ein Chor übernehmen werden und die Chorleiter sind auch nicht mehr so jung. Wir werden weitermachen, vielleicht haben sie jetzt die Courage gekriegt, dass sie einen Erfolg gehabt. Und wenn wir vielleicht noch haben, wir haben ja ein Ziel, also ein Ziel in Gedanken, überhaupt, wenn ich nicht schlafen kann. Für nächstes Jahr haben wir schon, habe ich im Kopf Programme, überhaupt, dass nächstes Jahr St. Ivan 300 Jahre Jubiläum hat. Und da müssen wir ja mehr Programme haben. Also zu tun haben wir alle, und jetzt haben wir überhaupt den Advent, nicht mehr noch, so wie das ist mit die Musiker ein schönes Adventkonzert machen. Ja.